Windwind ist für 19,99 € via Oculus App Lab auf eurer Oculus Quest verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Wollt ihr wissen, was Oculus App Lab ist und wie ihr Games via Oculus App Lab auf eurer Oculus Quest installiert, dann schaut doch mal in diese Infokarte, da findet ihr eine verständliche und einfache Erklärung. Darüber hinaus findet ihr da weitere Anleitungen und Tutorials, wie ihr eure Oculus Quest noch besser machen könnt. Also auf jeden Fall mal in die Infokarte schauen. Wollt ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen zu Oculus Quest, seines Reviews, zu allen Games, Tutorials oder sonstige Anleitungen, dann abonniert die Zockstube, macht das Glöckchen an und euch entgeht nichts mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Windwind. So, da sind wir im Ladebildschirm zu Windwind. So, viele von euch haben mir Windwind empfohlen. Mal gucken, sieht gerade ganz süß aus, so ein bisschen comichaft. Language, was haben wir denn da? Ja, ich glaube, da ist Englisch das Beste. Ja, und dann haben wir einfach nur, ja, Play. Tutorial wird uns angeboten. Dann nehmen wir das doch mal direkt in Anspruch. Komm. Zeig uns, was geht. Und wie es geht vor allem. When humans die, souls escape from their body and become stars. Süße Vorstellung. Okay, jetzt kriegen wir hier so ein bisschen die Story. Es geht wohl um Menschen, die entkommen wollen und Seelen, die zu Sternen werden wollen. Wenn ihr hier kein Englisch beherrscht, seid ihr hoffnungslos verloren. Also zumindest was die Story angeht. Ob jetzt der Spielmechanismus auch die Sprache erfordert, das müssen wir uns jetzt angucken. This practice round, Windwind game, you've once completed the step, bla. Okay. Let's set the field of vision to your perspective. Ah, okay, guck mal, wir können das so drehen, wie so ein kleines. Alles da, da können wir es außen rum drehen. So. Wir können auch Smooth Turn anstellen. This time let's view the rock. Doll from his. Okay. Ach, guck mal, wir können uns hier auch so ein bisschen drüber ziehen. Mhm, okay. To adjust perspective, get familiar with these two functions. Okay. Now let's move the character. His name is Koji. Okay, das ist jetzt hier Koji. Koji is precious little that you are responsible for moving. Ach, guck mal, die können wir jetzt hier pusten. Die pusten jetzt hier den Weg entlang, was? Deswegen Windwind war, weil wir die hier überall mit ihrer dicken Kiste langpusten müssen. So. Was will er uns hier noch sagen? Wir haben noch eine Tafel. Strong Wind. Ah, okay. Also wenn wir einen starken Wind brauchen, dann A gedrückt halten und dann den Trigger drücken. Nächste Stage. Koji has special ability jumping. Okay, wie kann Koji jumpen? To make a jump, press AX button while holding the controller close to Koji. Okay, tot. Habe ich verstanden. Kommen Sie nochmal wieder. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Okay, oh nein, 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 nein. Ah. Boah, das ist frickelig. So, also. So. Oh Gott, oh Gott. Okay, also. Schirm auf. Ah. Ah.
Mann! Aber guck mal, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, kann ich sagen, in welche Richtung sie springen soll. Guck mal so, wie viel Kraft. So, müsste reichen. Stopp. Sehr gut. Und nochmal. So, alles klar. Geschafft. Und jetzt haben wir hier hinten einen Laser. Joe. Just like Koji, Joe is a treasured little soul that is, wo wir jetzt, also er ist auch eine kleine Seele, wofür wir jetzt verantwortlich sind. Open the interface. Ah, okay, wir haben jetzt hier ein Interface, wo wir zwischen den beiden wechseln können. Okay, verstanden. If the character is not selected, they will not be affected with the wind. Okay, dann werden die nicht beeinflusst. Wir können immer nur einen beeinflussen mit dem Wind. Oder beide. So, okay. Alles klaro. The red laser from... What is... dangerous to Koji. Joe can pass. Also, Laser sind für Koji schwierig, aber er kann aus irgendeinem Grund die blockieren. Warum auch immer. So, jetzt kann er die blockieren. Jetzt können wir... Oh, können wir wechseln zu Koji. Die kann jetzt hier durch, ne? Kann ich jetzt hier nur neu springen lassen oder was? Ich will die mit dem Wind. So. Das war irgendein Knopf. Koji and Joe help each other to reach the top of the tower. Okay. Was steht da jetzt? Checkpoint. Ganz echt süß gemacht, ne? So. Okay. Gut, das heißt, unsere hier, die kann... Oh, die kann dann jetzt hier am Checkpoint respawnen. Oh Mann, ey. So. Und geh nochmal hier an den Checkpoint zurück. Okay, sie ist am Checkpoint. Ich glaube, jetzt können wir mit ihm hinten auch weiter. Kann er auch springen? Ah ne, warte mal, müssen wir ihn wechseln. So zu ihm. So, ihn können wir jetzt hier wieder pusten. Da oben hin. Okay, jetzt haben wir beide Checkpoints aktiviert. Was ist er? Er ist jetzt wieder ein Laser. Und dann nehmen wir mal sie. Ach guck mal, mit ihr. Ihr macht Wind gar nichts so richtig, ne? Und ich vermute, er muss jetzt da oben. Dann wechseln wir nochmal zurück zu ihm. So. Ich kann ihn hier gerade nicht pusten, oder? Doch so. Wie das aussieht. Joe can crush. Hier muss Joe sich erstmal umdrehen. So, okay. Kaputt. Da muss man erstmal lernen, was Joe hier alles kann, wa? Kaputt. So, und jetzt ist sie hier oben. Das ist ja schön. So, und sie kann doch jetzt hier bestimmt hochschwingen, oder? Ja. Ja. Erstmal ein Stück zurück. Und jetzt nochmal mit Anlauf. So. So, haben wir den frei. Dann ist jetzt Joe dran und der muss hier wahrscheinlich drauf. So, wieder Checkpoint. Okay, jetzt sagt er uns noch, wie wir zum Main-Menü kommen. Wenn wir hier den Trigger gedrückt halten. Wollen wir aber gar nicht. Okay. So, Knopf gedrückt. Ja, dann kann Joe wieder weiter. Das ergänzt sich hier ganz cool, ne? So, pusten wir ihn.
Er zieht jetzt die Aufmerksamkeit auf sich, das ist gut. Der Laser hat ihn im Blick, weil Koji kann das nicht so gut ab. So, und dann ist Koji am Ziel. Und jetzt müssen wir mit ihm noch weiter. Zack. Und beide am Ziel. So, und das war jetzt anscheinend das Ziel. Also schöner Rätsler bisher. War das jetzt noch Tutorial oder war das schon die erste Mission? Echt schön. Echt schön gemacht, das Spiel. Sieht nett aus, macht Spaß. Story ein bisschen unnötig. So, das gucken wir uns hier noch an, wa? Okay, wir können Seelen verwenden. Okay, was machen wir mit den Seelen? Ah, wir haben jetzt einen Spawn-Point gemacht, alles klar. Das heißt, das ist wie kurz speichern. Okay. Wo ist denn jetzt mein... Also hier die Anleitung, das ist halt, das ist echt ein bisschen lang. Ich habe auch Koji noch nicht gefunden in dem... Ah, da ist sie. Nee, die müssen wir hier noch mitnehmen, oder? So. So. Dann gehen wir mal zu Koji rüber und gucken wir mal, wo die hin kann und was uns da so erwartet. So. Okay. Scheint ein Checkpoint gewesen zu sein, den wir jetzt freigeschaltet haben. Aber kann er denn jetzt? Ah, ich weiß. Er muss jetzt da drauf und wir müssen mit ihr den Knopf hinten drücken. Und das können wir mit ihr, weil sie ja springen kann. So, das heißt... Oh hier. Zack. Oh. Kacke. So, jetzt nochmal Anlauf. Warum denn? Haben wir hier begrenzte Leben? Wäre jetzt schlecht. So, geht doch. Und jetzt mit, wenn ich mit ihr den Knopf drücke, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da unten fährt. Jawohl. Und jetzt müssen wir mit ihm hier irgendwas machen, damit die Brücke... So, gehen wir mal zurück zu ihm. Hier haben wir einen Knopf. Das war die Brücke. Ach, jetzt müssen wir hier auch ablenken, damit die da durchkommt. Gehen wir zurück zu Koji. Komm, komm, komm. Ist auch ein cooles Spiel. Wäre mal geil für einen Livestream, oder was meint ihr? So. Nein, stopp. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu ihmchen. Und er kann ja jetzt hier drauf prügeln. Bam. Guck mal, da hätten wir jetzt noch einen Checkpoint, wenn wir den ab... Ach, wir brauchen jetzt hier keinen Checkpoint mehr. Nein! Koji! Wie die süß, die immer ihre Namen sagen. So kann ich euch jetzt hier beide hochblasen. Geht leider nicht. Dann starten wir mal mit Joe. Hier in die Win-Zone. Und Koji hinterher. Und dann haben wir dieses Level fertig. Also ein ganz schöner Rätsler so. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Die Aufmachung ist sehr schön. Ja, bis jetzt natürlich noch nicht so schwierige Level, aber das wird sich steigern. Aber dass die beiden sich da gut ergänzen können, das ist oder müssen auch, das ist schon eine feine Sache. Und mit den Spezialfähigkeiten, das haben sie jetzt auch gut erklärt. Als erstes dachte ich, boah, wie viel kommt denn da auf uns zu? Aber im Prinzip kann sie springen, er kann hauen. Ne? Das muss man dann am Ende auch einfach mal so... ja, zusammenkochen. Dann kriegt ihr hier noch ein bisschen Story und das ist hier auch echt nett gemacht. Ihr seht hier wie so flache Scheiben in verschiedenen Ebenen. Das ist echt nett gemacht. Und ja, das so sieht im Moment Windwind aus. Und ich würde mich unheimlich dafür interessieren, wie ihr das Game findet. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr euch das auch schon angeguckt. Jetzt schaut euch doch mal auch dieses Level an. Das ist doch wohl mal mega schön, oder? Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Lemmings. Ich weiß, Lemmings ist ein ganz anderer Spielmechanismus. Da würden die jetzt von oben nach unten runterlaufen. Aber das ist schon echt schön gemacht, ne? Und ich will euch jetzt auch gar nicht
zu viel von diesem Spiel vorwegnehmen, aber ihr seht, es wird komplexer. Ihr habt Koji, ihr habt Joe. Wo ist eigentlich Joe? Wo startet Joe? Ich sehe Joe nicht. Ja, auf jeden Fall, irgendwo hier auf der Karte wird auch Joe sein. Und ja, also von mir gibt es auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist ein App, ach, da oben ist er. Das ist ein App-Lab-Game, was sich schon verdammt fertig anfühlt. Und 19,99 € scheinen mir jetzt erstmal gerechtfertigt, muss ich sagen. Ich gehe mal zurück zum Menü. Respawn, ich guck mal, Quit. Quit the Game, das hört sich so komplett schließenmäßig an. Also das sind jetzt hier so die Missionen, die ihr spielen könnt. Und ja, wie gesagt, für so ein Spiel, so ein Rätsler, das kommt hier richtig schön charmant und plastisch rüber, wenn ihr hier euch hin und her bewegt. Es wird euch alles gut erklärt. Also, ja, so ein bisschen hier dieses Hin und Her ziehen, da bin ich nicht so ganz zufrieden mit. Aber man kommt gut klar. Man kommt insgesamt gut klar. Das sind fantasievolle Welten. Schön gemacht, schöne Rätsel. Und jetzt bin ich gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir in die Kommentare. Das war mein erster Eindruck zu Windwind. Wollt ihr weitere solcher Videos zu allen Games auf der Oculus Quest, dann schaut doch mal in diese Playlist und ihr gebt garantiert kein Geld mehr für Games aus, die euch gar nicht interessieren. Außerdem empfehle ich euch mein aktuellstes Video. Wollt ihr auch in Zukunft keine Reviews, Tests und Tutorials mehr zu Oculus Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!